Es gibt zu der Burg Rodenstein online extrem viel Material. Es gibt ja genug Burgen, bei denen kaum noch irgendwie Material da ist oder Rekonstruktionspläne. Und so konnten wir beispielsweise den Grundriss 1:1 importieren. Dadurch, dass wir ein Alternativmodell gemacht haben, wofür man nur zweimal die 10305 braucht, konnten wir nicht alles exakt historisch korrekt machen, beziehungsweise mussten teilweise uns entscheiden, welchen Abschnitt nehmen wir aus welcher Bauphase. Ja, so eine Burg ist ja auch nie so ganz statisch. Also die hat jetzt nicht jemand einfach mal gebaut und dann stand die so da, sondern die wachsen ja so Burgen über die Jahrhunderte. Während das Originalset von Lego definitiv noch als Spielset gedacht ist, haben wir hier tatsächlich eine Rekonstruktion. Wenn ein Feind angreift, überwindet er vielleicht die äußere Mauer, muss dann aber trotzdem noch hier die Treppe hoch und dann durch den Turm in die innere Burg. Und selbst wenn er das noch überwunden hat, dann gibt es nochmal einen Rückzugsort. Also es ist wirklich in mehreren Schichten aufgebaut, die Burg, dass man sich immer weiter zurückziehen kann. Ein besonders schöner Teil ist der Stall bzw. das kleine Wohnhaus. Da kann man einmal das Dach abnehmen. Und dann kann man einmal noch den oberen Teil abnehmen. Und da wohnt ein Zauberer drin, ne? Da ist mein Zauberer drin, genau. Da hat er seinen kleinen Wohn- und Zaubereibereich. Und im Turm hinten dran ist die Treppe. Der ist jetzt halbiert, also die äußere Mauer bleibt stehen. Und man sieht jetzt oben einmal den Wehrgang um den Turm mit den zwei Flaggen. Die Tür ist Brickbill, die kann man auf und zu machen. Und zwar gibt es einen Geheimraum unterhalb des Stalls. Und da ist eine kleine Schatzkammer drin. Die Pferde, die waren sehr wertvoll. Es war die Lebensgrundlage eines Ritters. Deswegen hat er die wichtigen Pferde auch teilweise wirklich in der Burg im Stall gehalten. Deswegen gibt es hier auch den Stall eben mit zwei Stellplätzen. Vor dem Stall ist eine Tränke. Da können dann die Pferde oder die Kuh Wasser trinken. Die Zugbrücke, die kann man hochdrehen und kann die dann feststellen. Beim Seiteneingang zum Zwinger haben wir auch ein Falltor. Was wir hier haben, sind dann auch noch einzelne Plätze, auf die eben Soldaten gestellt werden können hier. Man kann praktisch von dem Mittelteil hoch in den Turm. Und ansonsten haben wir hier nochmal den inneren Wehrgang mit der Plattform, wo die Figuren draufkommen. Wir haben hier einmal eben diesen Übergang in den Turm. Der ist wirklich nur vom Innersten zu erreichen. Wir haben dann den inneren Wehrgang auf der Seite, haben ein kleines Bogenschießziel, wo man ein bisschen üben kann. Wir haben Lagerplatz und auch einen kleinen Tisch, wo es dann mal der Burgherr vielleicht die Planung macht für die nächste Belagerung. Aber ich glaube, jetzt haben wir noch ein kleines Seitbild. Genau, also ich habe ein Seitbild was gemacht. Was fehlen darf. Und zwar eine kleine Kutsche. Die hat sich angeboten, weil ich vor kurzem auch das Originalset mir gekauft habe. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen. Ziemlich cool, die Kutsche. Das ist aber nicht das einzige Seitbild. Und zwar habe ich zu meinem Teil eine kleine Balliste gebaut. Und dann bin ich durch Chris darauf aufmerksam geworden, dass die auch sehr ähnlich ist wie dieses Set hier. Die sieht richtig gut aus, ja. Und als zweiten Sidebild habe ich noch diese Heutriste gebaut. Irgendwo muss ja das ganze Stroh hin. Aber jetzt zeig doch mal deine Sachen noch. Ich finde gerade der Eingangsbereich mit dem Tor und dem Wappen oben drüber, den finde ich top. Bevor wir aber ins Innere kommen, müssen wir ja erstmal das Tor passieren. Und da habe ich ähnlich wie bei dir auch einen Mechanismus zum Hochziehen der Zugbrücke umgesetzt. Dann haben wir eine kleine Übungspuppe, wo ich auch bei einem anderen Modell von Chris inspiriert wurde. Und ganz wichtig, die Treppe hoch in die innere Ringmauer. Und oben haben wir dann den Eingangsbereich mit Wappen. Natürlich auch eine funktionierende Tür. Das war ja mit der wichtigste Teil der Burg hier, der Brunnen. Der hat auch eine funktionierende Kette mit Kurbel. Was ich auch von einem anderen Modell von Chris abgeschaut habe, ist so ein Holzlager. Im Winter braucht man Brennholz. Ne? Die Mengen werden wahrscheinlich nicht lange reichen, aber irgendwo muss man ja anfangen. Eine Woche. Darüber hinaus haben wir im Innenhof noch einen kleinen Garten, also vielleicht einen Kräutergarten. Und hinter dem Innenhof steht dann das Palastgebäude. Da habe ich versucht, ein möglichst gutes Fachwerk umzusetzen. Man kann das Dach auch abnehmen, um reinzuschauen. Und im Inneren haben wir dann eine Art Rittersaal, wobei aus Platzgründen auch das Bett dort ist. Wir haben auch ein Abort hier außen dran, eine gedeckte Tafel, eine Prunkrüstung, die da ausgestellt wird und eben auch einen Kamin natürlich, um das Ganze zu beheizen. Ins obere Stockwerk kommt man über diese Treppe, die auch etwas in Chris' Teil reinragt. Den oberen Bereich, da ist allerdings kein Stockwerk mehr. Das sieht auch wirklich gut aus. Ja, also. Wenn man hier diesen Felsen reindrückt, dann kann man die ganze Hälfte aufklappen und kommt so an alle drei Stockwerke ran. Und im Innern haben wir, wie gesagt, den Rittersaal mit einer Prickbill-Tür auch und darunter dann den Kochbereich mit einem einfachen Bett in der Ecke für das Gesinde. Eine Treppe führt an der Seite nochmal nach unten in den Keller. Also es sind auch alle Stockwerke logisch verbunden. Im Keller, da haben wir zum einen einen Weinvorrat, aber auch einen kleinen Schatz. Da ist eine Art Abwasserkanal. Man nimmt das Gitter raus und diese Platte und dann kommt eine Minifigur gerade so eben durch und kann dann hier
durch diesen verborgenen Durchgang entkommen. Sehr cool. Wir haben auch ein Easter Egg hier in meinem Teil. Und zwar ist nämlich hier an der Schnittstelle zu Chris' Teil ein Skelett verschüttet worden. Der letzte Teil von dem Gebäude ist dann das Gefängnis, beziehungsweise der Gefängnisturm. Da kommt man relativ schlecht dran und deswegen habe ich den auch zum Aufklappen gemacht. Über dem Gefängnis haben wir dann eine kleine Waffenkammer. Mit einer Leiter kommt man dann ganz nach oben, wo man über eine Falltür auf den Turm kommt. Wichtig war ja auch, dass wir die Dächer einheitlich machen, also dass die alle die gleiche Farbe haben. Aber ich denke, das ist ganz gut gelungen. Auch hier zum Beispiel die Verbindung, das ist schon relativ stabil. Es sind fortgeschrittene Bautechniken und insofern muss man eine gewisse Vorerfahrung haben, um die bauen zu können. Aber dafür kann man mal eine echte Burg nachbauen. Dann hat man eben auch eine coole Bauerfahrung, glaube ich. Auf jeden Fall. Mit Ausnahme von dem Dach. Es tut mir leid, es ging nicht besser. Wie transportiert man die Burg? Bei mir kann man die Rampe erstmal lösen, dann unbedingt die Klappe verschließen und dann kann man die ganz gut transportieren. Wenn man weiß, wo man sie anfassen muss, dann kann man die hochheben. Das war jetzt auch das erste Mal heute, dass wir die zusammengeschoben haben und das hat gepasst. Also ja, gut geplant auf jeden Fall. Ja. Was braucht man jetzt alles, um das Ganze nachzubauen? Eigentlich nur unsere Anleitung und dann eben zweimal die Burg der Löwenritter. Das Lego-Set 10305 und viel Platz vor allem auch. Ungefähr 70x70. Ja. Man kann sie auch nebeneinander stellen im Regal, wenn man jetzt ein schmales Regal hat. Könnte man auch. Oder sucht euch einen Kumpel und jeder baut eine Hälfte. Kann man die zusammenschieben, dann hat man eine Top-Burg. Und die sieht auch einzeln schön aus.